Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fetzig. Heute starten wir mit einem neuen Let's Play und ich darf mich sehr gerne bei Koch Media bedanken, die mir den Key zugeschickt haben für Sniper Ghost Warrior 3. Danke besonders an Rudolf, der sich da ein bisschen für mich eingesetzt hat. Du weißt Bescheid. Ja, wir spielen dieses Singleplayer-Spiel, ist ein Singleplayer-Let's Play. Es gibt kein Multiplayer in diesem Spiel, von daher wird das auch als Singleplayer-Projekt komplett kommen. Hier seht ihr, ich habe schon zwei DLCs, weil ich die Season Pass Edition scheinbar habe. Ich weiß gar nicht, ob es eine andere gibt, aber ich habe die auf jeden Fall. Ich muss mal kurz noch in den Einstellungen erfahrungsgemäß die Musik ausmachen, weil man weiß ja nie, was da so auf uns wartet, ne? Wir spielen den normalen Modus. Wir wollen die Geschichte erleben und die Kampagne genießen. Das wollen wir gemeinsam tun. Und der schwere Modus wäre, ja, halt nicht so einfach. Und Herausforderung wäre noch schwerer. Ah, ja, ja, okay. Wir spielen den normalen Modus. Wir sind Noobs, wie man so schön sagt. Dieser Schwierigkeitsgrad wäre es nach Abschluss des... Okay. Passt schon. Und jetzt lädt er. Ich hoffe, das Spiel läuft bei mir ruckelfrei und alles. Zuletzt hatte ich ja Ghost Warrior. Nicht Ghost Warrior. Wie hieß denn das Spiel? Oh, ich habe es gerade noch deinstalliert. Deswegen muss ich es eigentlich wissen, was ich zuletzt auf meinem Kanal gebracht habe. Moment, ich schaue mal gerade nach. Das ist am einfachsten. Ist gar nicht so lange her und ich habe es schon wieder vergessen hier. Ghost Recon Wildlands, was? Natürlich. Gar keine Frage. Und jetzt Ghost Warrior. Ich hatte beide Spiele in der Tat auch auf der Gamescom gesehen. Und wollte auch beide mehr oder weniger haben. Dann kam noch Sniper Elite. Das wollte ich eigentlich auch haben. Aber irgendwie habe ich es mir nicht geholt und habe auch keinen Key bekommen vom Publisher. Hatte ich angefragt, aber habe keinen bekommen. Von daher kam halt Sniper Elite nicht. Dafür Sniper Ghost Warrior 3. Wenn auch mit einem Tag Verspätung. Aber meine Güte, es gibt Schlimmeres. Von daher alles tutti und alles nice. Und danke nochmal an Rudolf für den Key. Jetzt kommt erstmal der Prolog. Ich hoffe, das auch direkt heute noch veröffentlichen zu können. Heute ist Dienstag. Ich werde es gleich direkt mal zum Rendern packen. Bin extra relativ früh dran, 12.39 Uhr, wo ich das hier aufnehme. Vielleicht schaffe ich es dann noch 18 Uhr. Normalerweise sollte es aber täglich so auf den alten Slot um 15 Uhr kommen. Rocky Mountains, Colorado, vor 19 Jahren. So grüßt du also deinen Vorgesetzten, Soldat? Ich wusste, du würdest kommen. Ah, ich dachte mir, ich könnte meinen letzten Tag in diesem Land auch mit meinem kleinen Bruder verbringen. Bist du nervös? Nee. Jemand muss diesen Krieg gewinnen. Ich verwette meinen Allerwertesten, dass ich alle fünf mit fünf Schüssen treffe. Verlockend. Gehören Faustkämpfe jetzt auch zu deinem Trainingsprogramm? Du hättest den anderen Typen sehen sollen. Ja, hab davon gehört. Du hast ihn ins Krankenhaus befördert. Was hast du getan, Jungchen? Egal. Wenn's um ein Mädel geht, ist sie es hoffentlich wert. Und denk immer daran, dass du Mom mit dem Zeug plagst. Du musst der Mann im Haus sein, während ich in Afghanistan bin. Ich kann von hier schon das Abendessen riechen. Versteh mich nicht falsch, das Essen der Armee ist ganz okay. Aber verdammt, ich vermisse Moms gute Chicken Wings. Chicken Wings beste, oder? Weißt du noch, wie wir hier Verstecken gespielt haben? Ah, wie kann ich das vergessen? Du warst so schlecht darin. Ich weiß noch, als wir einmal... Rob? Komm schon, Rob? Rob?
Okay, Bruder. Mal sehen, was du hast. Okay. Bin ich jetzt der sich versteckt? Oder bin ich der irgendwie anders? Der zu täuschen versucht, wird immer jemanden finden, der sich täuschen lässt. Niccolo Machiavelli. Oder Machiavelli. Russisch-ukrainische Grenze vor 23 Monaten. Ankunft in 2 Minuten. John, wirklich? Ah, sei still! Du benutzt es immer noch, um dich selbst fertig zu machen, Altarjunge? Hängst dich selbst an der Decke und einem befleckten Kreuz auf? Wie poetisch, Rob. Wenigstens kenne ich den Unterschied zwischen Recht und Unrecht. Das System ist abgekartet, Bruder. Manche werden grundlos verprügelt und manche werden grundlos hochgejubelt. Ist es nicht einsam und anstrengend, an nichts zu glauben? Du bist der perfekte Soldat, John. Naiv, leichtgläubig, gehirngewaschen, Befehlskette, befolgst Befehle. Ja, Sir, nein, Sir. Hey, du lebst doch im System. Große kirchliche Hochzeit. Ehrenwache der Marines. Miller hat deinen Nachnamen. Das war nur sie. Aber du hast wie ein gehöriger Soldat mitgespielt. Woher willst du das wissen? Du warst nicht hier. Aber danke für das tolle Geschenk. Wobei, eigentlich hast du nicht meine Karte geschickt. Sie passt nicht zu dir, Robert. Das sagt jemand, dessen nächste Beziehung wie lange anhielt? 6 Monate? Fühlt es sich schmerzlich und einsam an, wenn man so ein selbstgerechter Scheißkerl ist wie du? Im Landeanflug! Bereit! Versucht euch sind das jetzt die Brüder vom Fall, oder was? Das will ich nicht eurer Mama berichten müssen. Scheinbar. Halt dich an den Plan! Sei kein Roboter! Ich mein's ernst! Die macht mir richtige Angst! Sie macht jedem Angst! So hat sie 2 echt raue Kriegersöhne aufgezogen. Naja, zumindest einen. Und man weiß gleich wer. Genug, ihr zwei. Zerstört die biologische Waffe und exfiltriert. Rein und raus, keine Neugierde. Das stammt alles aus dem Kalten Krieg, ist vermutlich hochgiftig. Okay. 3, 2, 1, los. Hurra! Okay, ich bin, glaube ich, der Jüngere der beiden Brüder. Weil der andere Typ sieht so alt aus. Nett, oder? Oh, falsche Taste gedrückt. Da sind wir, die Russland-Ukraine-Grenze. Weiß nicht, was ich erwartet hatte. Komm, Jack, Frank, hörst du mich? Ende. Laut und deutlich. Hör zu, Marines. Kann ich den abknallen? Der Auftrag von JSOC ist die Infiltration der verlassenen Basis und die Vernichtung der dortigen Biowaffen. Ruhe bewahren. Ende der Durchsage. Verstanden, Ende. Nach dir, Rob. Okay, linke Maustaste für Übersprünge oder für einen Nahkampfangriff. Von dort oben solltest du bessere Aussicht haben. Alles klar. Ne, hier muss man Leertaste zum Springen drücken. Was war das? Keine Ahnung. Vielleicht ein Testgelände? Nun gut, dann schauen wir mal. Scheiße, ich kann wo ist denn sehen. Das Fernglas? Wir sind zu weit. Wir müssen wohl einen besseren Platz finden. Wie wäre dort drüben? Siehst du das Gerüst rechts von der Kuppel dort drüben? Da muss ich hin. Ja, sehe ich. Bin mir aber beim Blickwinkel nicht sicher. Lass uns einfach mal schauen gehen. Okay, wo lang? Ladies first, sagt man ja immer, ne? Deswegen darf mein Bruder natürlich sein. Ganz schön rutschig. Nach dir. Immer als Erster. Hey, du bist derjenige, der das Navy Cross hält. Dafür habe ich nicht gekämpft. Ja, ja, geh schon. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Okay, wie komme ich hier rüber? Da scheinbar. Siehst du, Kinderspiel. Gute Arbeit. Okay, okay. Das war knapp. Okay, bin auf der anderen Seite. Ich auch. Komm schon, wir haben nicht viel Zeit. Was man hier als Sniper alles so können muss, ne? Ist hier drüben wie ausgestorben. Zu ruhig für deinen Geschmack? In unserem Berufsfeld bedeutet Ruhe nie Sicherheit. War hier irgendwo ein Tier? Dachte, ich hätte ein Tier irgendwo. Tod, beweg dich. Okay, da war das Tier.
Ein schöner Wolf. Ai, ai, ai. Scheiße, da können wir nicht drüber springen. Früher wäre das dein erster Gedanke gewesen. Ja. Und jetzt? Ich sehe mich mal um. Ich kann noch 100 pro. Siehst du den verkohlten Baum? War wohl ein Blitzschlag. Ich wette, mit einem gezielten Schuss könnte man daraus eine Brücke machen. Gezielter Schuss? Also es ist meine Aufgabe. Schon okay. Sieh hier. Wechsel die Munition. Benutze Sprenggeschosse. Wow, verdammt! So, Arbeit, easy. Du gehst vor. Man kann also die Mun hier umstellen. Ja, sei trotzdem vorsichtig. Ja, weiß ich. Ganz ruhig. Okay, hier kommen wir easy rüber. Robert ist auch am Stissel hier. Alles gut. Hörst du das? Helis? Ja, klingt, als würden sie näher kommen. Nein, nun. Lass uns vorbei. Wo sind die? Ah, da, Leute. Andere Seite. Stefan hatte wieder sein Headset falsch rum auf. Eieiei. Schnell hinterher. Schnell, hinter den Felsen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Schlechtes Gefühl, ja? Psst. Sieh da. Wölfe. Das erklärt mein schlechtes Gefühl. Hä? Ich wollte die doch markieren. Glaubst du mir jetzt? Diesmal hattest du wohl recht. Sie scheinen gerade etwas zu zerfleischen. Wir sollten sie nicht töten, wenn es nicht absolut notwendig wird. Gehen wir durch die Büsche. Okay, los. Bleib unten. Es wird garantiert nur uns angreifen. Glaube ich nicht. Die sind mit dem Aas beschäftigt. Gut. Okay, scheinbar nicht. Immerhin etwas Gutes. Okay, in Sicherheit. Folge mir. Laufen wir mal stumm hinterher. Ich habe Fußspuren gefunden. Sehen frisch aus. Die Person kann nicht weit entfernt sein. Das ist alles. Du warst immer der Spurensucher in dieser Familie. Was kannst du herausfinden? Okay. Wo sind hier Spuren? Hier. Analysieren. Zwei Leute, Militärstiefel. Militärstiefel. Okay. Zwei Männer. Müssen Soldaten sein. Armee? Söldner? Späher? Der Form nach zu urteilen, sind sie methodisch. Ich wette, irgendwann wird der Bruder einfach sterben und dann muss man den rechnen oder so. Du meinst Waffen? Sollte man meinen. Wir müssen uns aufs Schlimmste vorbereiten. So typisches Kriegsspiel, oder? Dann müssen wir wohl an die Arbeit. Ruhe bewahren, lass dich nicht ablenken. Ich kann wir hinterlassen auch Fußspuren, wie man sieht. Sich zwei Söldner. Dafür müssen wir sie überraschen. Ich schnapp mir den Kerl am Rand und du nimmst den am Feuer. Los geht's. Ich würde töten für eine warme Mahlzeit. Okay, beide tot. Das war easy. Es wird noch mehr geben. Bleib wachsam. Ja, schau dir das an. Was für ein Frack. Hier, nimm sie. Ja, hier ist er. Da, die Drohne. Zeit zum Aufklären. Du weißt, wie man diese Schönheit benutzt, oder? Hier lernt man direkt alles im Prolog. Das ist ganz nice. T, um Drohne zu benutzen. Erst müssen wir alle Gegner markieren. Wie fliegt man hoch und runter? Ah, da rechts steht doch alles. Hinunter, hinauf, so. Ah,
Hab den ersten. Wo hat er den jetzt markiert? Ich hab keine Ahnung. Da hinten komm ich doch her. Noch ein. Ist da nicht einer? Nee. Das Tuch hier ist halt ein bisschen nervig. Und mit bisschen meine ich, oh, ist das nervig. C zum Runter, kommt man hier einfach rein? Natürlich nicht. Was ist hier los? Hier. Okay, letzten Kontrollpunkt laden. Die Feinde dürfen einen nicht sehen. Das muss man natürlich auch wissen, ne? Folge Robert. Ah, da muss ich die nochmal ausschalten. Okay. Dafür müssen wir sie überraschen. Ich schnapp mir den Kerl am Rand und du nimmst den am Feuer. Los geht's. Düm-düm-düm. V war das, ne? Zack. Das war leicht. Drohne, hallo. Ja, schau dir das an. Was für ein Frack. Hallo, gib die Drohne. Zack. Drohne habe ich. Da, die Drohne. Zeit zum Aufklären. Du weißt, wie man diese Schönheit. T für Drohne. Wer weiß das nicht, ne? Wie heißt, was heißt Drohne auf Englisch? Drone, oder? Na, kann das auch nicht sein. 6 Feinde sind hier. Hockt da im Busch nicht einer? Nee. Hab den ersten. Wo hat er jetzt den ersten markiert? 2 hat er schon markiert. Und da hat er einen markiert. Den anderen sehe ich gerade ehrlicherweise nicht, aber okay. Ah, da unten ist der, ne? Ziel gesichtet. Nummer. Ah, da, lol. Den habe ich gar nicht gesehen. Gut, dass ich die Drohne dabei habe, ne? Sonst wäre ich echt so ein bisschen aufgeschmissen, finde ich. Hier oben war vorhin noch einer, oder? Ah, der ist schon markiert. Also 3 von 6. Großartig. Da sind 5. Einer fehlt aber noch. Vielleicht mitziger? Okay, hab alle. Gut, alle sind markiert. Bring die Drohne zurück. Was ist aufgelegter Anschlag? Der beste Platz für Unterstützung. Ja, ich weiß, was zu tun ist. Top. Ist hier irgendwo aufgelegter Anschlag? Steht hier nicht. Okay. Kann man sich, wie legt man sich hin? Erstmal muss ich hier hin. Ah. Wir müssen sie nacheinander ausschalten, ohne bemerkt zu werden. Konzentrieren wir uns, alter Junge. Erstes Ziel, auf dem Dach, 270 Meter. Ah, man kann zoomen.
Passe die Erhöhung an. Okay. Sieh her, Bruder. Ich hab vorbeigeschossen, ne? Tango auf dem Dach. 180 Meter Entfernung. 180. Runter. Ja, auf 200 muss ich. Wieder hoch. Tango getroffen. Ausgeschaltet. Tötung bestätigt. Drittes Ziel. Patrouille. 160 Meter entfernt. Am Bach. Warte auf den passenden Moment. 150 Meter ist wieder anpassen. So. Wo ist der andere hin? Weit genug weg. Aber jetzt habe ich den Moment verpasst. Kommt der hier nochmal irgendwo hoch? Hier vielleicht? Glaube ich aber nicht. Sachte. Sachte. Sie schwärmen aus. Ziel ausgeschaltet. Bestätigt. Der zweite. 160 Meter entfernt. Leute, kommt. Ah, da. Tot. Sehr tot. Fünftes Ziel. 200 Meter. Wo? Ah, da. Warte. Ein Fahrzeug im Anflug. Sechstes Ziel gesichtet. Du musst dich konzentrieren. Du kannst nur einmal schießen, also versag nicht. Darf ich jetzt schon schießen? Ich glaube nicht, oder? Okay, das macht der Bruder. Konzentrier dich, John. Seil dich ab. Wie seilt man sich denn ab? Abseilen. Is this way? Okay. Dann seilen wir uns mal ab, Freunde. Ja, der Prolog dauert ganz schön lange. Dum-dum-dum. Das hätten wir. Ich auch. Folge mir, Brüderchen. Und wo ist deine Frau derzeit? Irak? Türkei? Miller? Ist im Kongo. Macht eine Reportage über den lokalen Kriegstreiber. Ja, hab schon von gehört. Man denkt drüber nach, den Arsch wegzubomben. Machst du dir Sorgen? Nee, sie ist knallhart. Sieht nur zerbrechlich aus. Okay, okay. Auto? Ein Fahrzeug kommt. Ich kann den Fahrer sehen. Ach, lass mich das machen. Warte, vielleicht weiß er etwas. Okay, ich muss mich nähern und dann eh. Ich bin auf Position. Ja, ich hab die Frau. Bring ich dir gleich. Nein, wir haben uns nicht getroffen. Sie sollten hier drin auf mich warten. Okay. Eine falsche Bewegung und du bist tot. Wie viele von euch? Ach. Vier. Mhm. Gute Arbeit. Ein Tag wie jeder andere. So, jetzt wieder Robert voll. Erinnert mich an meine Zeit in der Navy. Konzentrier dich, Rob. Na gut. Wir sind da. Verstanden. Da warten das vier Gegner. Testgelände für biologische Waffen. Ihr müsst den ganzen Scheiß hochjagen. Roger. Verstanden. Eindringlinge entdeckt. Verdammte Kameras! Ah, sie haben uns bemerkt. Jetzt bringt es nichts mehr, leise zu sein. Gut, lass uns was Gutes tun. Kann ich mal bitte hier aus dem... So ein krasses Symbol brauche ich doch gar nicht. Nach dir. Was ist das für eine Kontaminierungsdusche hier? Komm schon. Sieh zu, Bruder. Ja, zeig schon, was du kannst.
Ihr müsst alle sterben. Einer noch? Wo versteckt er sich? Hier vorne. Gute Arbeit, okay, alle tot. Jederzeit. Ja. Wie läuft's bei dir, John? Gab's nicht jemanden in Afghanistan? Was ist mit dir? Wie hieß sie? Lea? Lydia. Also, warum seid ihr nicht? Lass es, Rob. Okay, vergiss es einfach. So. CCTV. Wir schlagen sie bei ihrem eigenen Spiel. Ich wusste, Spiel. Ich muss irgendwas hacken oder so. Mal gespannt, ob das einfach ist oder ob man da irgendwas machen muss. Ja, sieht so aus, als macht das automatisch. Jetzt markiere alle Feinde hier drin. Alle markiert, dann los. Ah, es gibt auch nächste Kameras. Da und da. Okay. Der. Ist hier keiner zu sehen irgendwo? Oh, das sind die beiden Kameras, die ich ausgeschossen habe. Okay. Ich hoffe, ich habe alle markiert. Ich habe keine Ahnung. Habe ich überhaupt einen markiert? Doch, da hinten zwei. Okay, das ist der Eingang zur Deponie. Und drei habe ich muss insgesamt. In der Nähe befinden, John. Auf geht's. Vier. Wenn ja immer mehr. Sauber, los. Schalldämpfer aufgebraucht. Man kann sowas aufbrauchen. Auf Q gibt es Tabletten und so, okay. Brauche ich aber gerade noch nicht, würde ich sagen. Gut. Hier sollten wir die Ladungen platzieren. Weißt du noch, wie das geht, Bruder? Natürlich. Keine Ahnung, wovon er redet. Ich sichere die Tür. Beeil dich, Deponiere C4 steht hier. Okay. Geht relativ einfach automatisch. Helikopter ist da. Was zur Hölle? Waffen fallen lassen! Fallen lassen! Ja, Okay. Wissen Sie, Mr. North, ich glaube, die besten von uns haben viel Glück. Eins, zwei. Man tötet er meinen Bruder? Ja, er nimmt meinen Bruder mit. Ich wusste, es wird irgendwas mit dem Bruder passieren, Freunde. Und hier sehen wir, hier ist was passiert. Und dann kriegen wir noch einen K.O.-Schlag. Ist natürlich jetzt nicht so praktisch für uns, sag ich mal. Und das war's dann, glaube ich, mit dem Prolog. Mal schauen, ob hier jetzt noch was schnell kommt. Das nehmen wir dann natürlich noch mit. Ich würde die Folge gerne heute noch veröffentlichen und bei meinem lahmen PC... Hashtag Adblocker aus in die Kommentare. Dauert das natürlich ein bisschen, bis das gerendert ist und so. Aber bisher lief zumindest flüssig. Das freut mich schon mal. Dann wird es auf jeden Fall auch weitere Folgen geben. Weil da war ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Aber ja, hat scheinbar funktioniert. Also alles gut. Eieiei. Jetzt warten wir noch, dass es hier lädt, ob was kommt oder nicht. Und dann schauen wir mal. Lädt auch relativ lange, wollte ich gerade sagen, und dann macht so einen Megasprung beim Ladebalken. Eieiei. Da denkt man dann schon so, will der mich verarschen? Ich habe doch gerade gesagt, es lädt lange.
Eieiei. Wobei es doch relativ lange lädt, aber das ist noch human, sag ich mal, besonders dadurch, dass das Spiel dann trotzdem flüssig läuft, ist ja alles gut, weil da hatte ich schon meine leisen Befürchtungen, dass es bei meinem PC nicht mehr so gut laufen wird. Aber muss man mal schauen, ob ich mir irgendwann mal neue Teile leisten kann. Deswegen pushe ich auf jeden Fall alles, was ich mit YouTube verdiene und alles, was ich auch so irgendwie beiseite legen kann. Erstmal neue CPU und neues Mainboard und neues überhaupt. Und dann schauen wir noch, ob hier was kommt. Wahrscheinlich irgendwie ein kurzes Video oder so. Cool ist auch die Meldung, Spiel startet, dass die da kommt. Weil damit rechnet man nicht, wenn das vollgeladen ist. Besonders, das ist vollgeladen und ihr seht oben rechts den Ladekringel. Freunde. Das ist immer lustig. Aber mein PC ist halt auch nicht mehr der beste. Also solltet ihr einen guten PC haben, solltet das eigentlich keine Probleme machen, besonders weil ihr nicht noch nebenbei aufnehmen müsst, größtenteils. Natürlich schauen mir auch ein paar YouTuber zu, aber meistens schauen ja doch eher irgendwelche Zuschauer. Die Kunst des Krieges ist nicht kompliziert. Finde heraus, wo dein Gegner steckt, drücke zu ihm vor, so schnell du kannst, triff ihn so hart, wie du nur kannst und ziehe dann weiter. Akt 1, nordöstliches Georgien, aktuelle Zeit. Kann man hier Escape drücken? Gleich. Wir schicken Ihnen Koordinaten für den naheliegendsten Unterschlupf. Dort finden Sie Ausrüstung und fehlende Informationen. Okay. Tutorial Unterschlupf, das machen wir aber in der nächsten Folge. Nicht mehr heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao.